Ja, so ein kleiner Strauch und schon große reife Beeren drauf. Ich habe gerade gehört, das ist nur mehr der Rest. Das meiste ist bereits vernascht worden hier in Naschplatzl in Groß-Sickertz. Rudi, du greifst da jetzt gerade hin auf die Felsenbirnen, nämlich das sind erlenblättrige Felsenbirnen. Da haben wir die Sorte Martin. Wie schmeckt das? Herrlich fruchtiger Geschmack, erfrischend, ein gutes Fruchtfleisch, eine Lieblingssorte hier Naja, und in dieser Menge. genau. Und eine Alternative zu Heidelbeeren. Heidelbeeren brauchen Torf, wachsen im Moor. Dort, wo sie natürlich wachsen, ist es wunderbar. Dort, wo Moore zerstört werden, damit man in seinem Garten Heidelbeeren anbauen kann, ist das in der Zukunft nicht mehr vertretbar. Natur im Garten fördert deshalb das biologische Gärtnern, und mit der Felsenbirne, mit der erlenblättrigen Felsenbirne, mit der Martin, und neben uns ist die Slate, die nur 2 Meter hoch wird, haben wir hier herrliche Alternativen zum Dorfanbau im Vorjahr gepflanzt, heuer bereits erste Früchte. Also wenn Sie hier im Ende Juni, Anfang Juli kommen, kommen Sie rechtzeitig. Es ist zwar viel da, aber Sie wissen, sehr begehrt die Felsenbirne.